Ein Abend mit Freunden sollte es sein. Das Fest zu Wolfgang Schüssels 70. Geburtstag. Und Fürsten, Staatsmänner, Politikerinnen, Künstler und die Familie waren in die Schönbrunner Orangerie gekommen, um dem ehemaligen Bundeskanzler zu gratulieren. Ich war überwältigt, wer alle gekommen ist. Es wäre sogar die deutsche Bundeskanzlerin gekommen, hätte nicht der Sondergipfel Platz gegriffen. Die Vielfalt der Freunde, die heute aus allen vier Windrichtungen eigentlich nach Wien gekommen sind, nur um diese Freundschaft unter Beweis zu stellen, das ist eigentlich das Schönste und ich glaube auch, das muss das Schönste für ihn sein. Wir haben uns eigentlich sehr ähnliche Gedanken wieder gehabt, sei es über Politik, über vieles andere und ich bin sehr froh, ihn als Freund zu haben. Selbst wenn man die ärgsten Auseinandersetzungen mit ihm hat, wird es nie persönlich, weil er so ein offener, netter Mensch ist. Und das ist unter dieser rauen Spezies, die wir Politiker nun einmal sind, sehr selten. Alleine dafür bewundern wir ihn sehr. Er ist einer der ganz wenigen Weggefährten, aus denen aus der politischen Zusammenarbeit eine echte persönliche Freundschaft entstanden ist. Irgendwo ist er dann auf einmal in einer Vorstellung von mir. Und ich bekomme dann ganz detaillierte, wunderbare Briefe, die mir sagen, warum es ihm so gefallen hat. Diese Begeisterung, das ist etwas, was ich wirklich sehr an ihm schätze. Und das hat er, finde ich, mit 70 genauso wie mit 60 oder 50 oder 40. Nee, es kam überraschend, nicht? Auf einmal bis 70. Also daher, ja, man, irgendwie, ja, lange Zeit war ich ja immer der Jüngere in den Kreisen, in denen ich gewesen bin. Jetzt bin ich auf einmal so der Doyen oder so das alte Fossil. Daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen, aber es wird schon mit der Zeit.